Was machst du da? Ich will doch den probieren! Simon, jetzt machen wir 8 Strangzöpfe. Der 8 Siechen raus. 8 Stränge. Boah! Jetzt nimmst du so ein Teigling, schauen, dass wir da so die glattere Oberfläche unten haben. Mhm. Dann legen wir es einfach so ein bisschen mit rein. Flachklopfen. Dann zur Hälfte abfalten. Anklopfen. Das ist der Handballen. Ganz abfalten. Wieder anklopfen. Und dann tust du den Teig unter den Teigling schieben. In einer wippenden Bewegung. Ja, aber schon so, dass es unter den Teig untergeht. Was? Wenn wir es jetzt vergleichen. Es ist einfach verrümpfelter halt. Darf ich auch noch ein bisschen Mehl? Jetzt fangen wir beim ersten wieder an und dann mal so ein bisschen mit Druck nach oben ein bisschen anrollen. Und wenn wir merken, Elastizität lässt nach, hören wir auf und legen dann auf die Seite. Ja, das kommt aber lässig. Ich bin nicht so. Ah, ich habe jetzt eine neue Technik erfunden. Die Abwechseltechnik, sage ich jetzt mal. Also das Ziel ist, gell, dass deine Zopfstränge gleichmäßig dick werden, damit der Zopf auch gleichmäßig dick ist. Ja, das weiss ich, dass das Ziel sollte sein. Etwa so lang. Gut. Hey, sieht auch ein bisschen aus wie Spargel. Den tun wir noch ein bisschen auseinander. Man muss gar nicht rollen, man kann ihn einfach ziehen. Jetzt tun wir es ganz fein mit Mehl bestäuben, dass sie nachher beim Flechten nicht aneinander kleben. Und dann tun wir die vor uns anlegen. So. Das Tannenbäumchen. Hast du gewusst, dass man den Speckröllchen auf der Seite ja. Und das auch Tannenbäumchen? Mir ist das innen schon eine verdammte hohe Fichte. Und jetzt kannst du das zusammenklopfen, dass das auch wirklich hebt. Karate, Judo, Chop, das sieht aus wie ein Wiedikerli. Jetzt machen wir den ersten Schritt. Der ist einfach eine reine Deko, damit der Anfang schön aussieht. Tun wir einfach überkreuzen. Nein, der kommt unten durch. Ich habe es beim ersten schon verkacken. Und jetzt tun wir den oben runterlegen, der überspringt 3. Der überspringt 3. Und dann tut der zweite oberste von hier hinten, ja. Geht rauf. Der geht rauf. Jetzt tust du den obersten wieder nehmen, von der anderen Seite. Aha, von dieser Seite, ja. 3 überspringen. Und wo kommt der jetzt liegen? 1, 2, 3 übersprungen. Aha, 3. Oh, okay, okay. Und dann kommt der zweite oberste von der gegenüberliegenden Seite. Ja, ja. Kommt wieder rauf. Kommt wieder rauf. Und das ist es. Und jetzt kommt wieder. Jetzt kommt wieder der oberste oben runter. 3 überspringen. Aber dann kommen die anderen gar nicht dran. Dann holst du den zweiten obersten von der gegenüberliegenden Seite. Unten runter, oben runter, unten runter. 3 überspringen. Ja, aber da gibt es im Fall nicht den Zopf, den ich gedacht habe. 3 überspringen, fuck. Und dann kommt der hier, kommt rauf. Mhm. Der ganz rechts ist. Also das ist ja nicht der ganz rechts, das ist der zweite oberste von rechts. Ich habe keinen Plan mehr, was man jetzt wieder schon wieder machen muss. Also schau, du gehst immer oben runter, unten runter, oben runter, unten runter. Ist ein bisschen wie Assen. Der geht. Was? Und jetzt kommt der. Fucking. Zweite oberste. Oben, runter, unten, runter. Und ich mache jetzt den Abschluss. Wenn wir so sind wie bei mir. Nein, du tust jetzt das einfach so ein bisschen zusammennehmen, zupfst das weg. Ja. Das klopfst flach unter, und klappst unten. Und das hier rollst du zu einem Rugeli. Dann kehrst du den Zopf um. Ja. Versorgt, fertig. Gut. Aber jetzt weiss ich wieder nicht mehr, wo wir hier stehen geblieben sind. Ich würde glaube jetzt einfach nicht mehr lange machen. Willst du das Teig kommen? Ja, das Teig kommt bitte ein bisschen gut. Jetzt tun wir das hier ein bisschen unten hinschieben. Okay. Gut. Jetzt! Ein echter Brummer. Sind wir noch zudecken? Unbestrichen. Unbestrichen, noch mal etwa eine halbe Stunde aufgehen. Das ist ein Schritt, den viele nicht machen. Und das ist ein Grund, unter anderem, warum das Zöpfchen dann die Haine so gut werden. Dann hat man dann auch den Effekt, dass man, wenn man den Zopf schneidet, dass so die einzelnen Stränge so wie voneinander fallen. Ist das nicht wünschenswert? Nicht? Okay. Voilà. Yes, bitch, raus! Darf ich schnell schmecken? Mhm. Mm. Voilà. Lecco mio, du Lago Maggiore! Das ist, ja, bei mir, also ja, ja. LAP wäre das ungenügend. Ist das jetzt ernst gemeint? Ich weiß nicht. Nein, natürlich bist du durchgefallen, wenn du so ein Zopfabreber bist. Jesus, Maria und Josef. Weißt du, was cool ist? Was? Aber du kannst noch verschiedene Arten anschauen und es ist irgendwie... Also ist ein kleines Kunstwerk. Ich will auch sagen.